Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Neue Folge Podcast Freie Wähler für Karlsruhe. Es ist die 27. Ich war ganz überrascht, dass wir schon so viele Folgen geschafft haben. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus der Gastronomie zu Besuch. Ich freue mich sehr. Ingo Zimmermann vom Holzhacker im neuen Schützenhaus hier in Karlsruhe. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern und Zuschauern zu Beginn mal so ein bisschen was über sich erzählen. Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie hin? Was machen Sie aktuell? Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, sehr dass gerne. Sie hier sind. Und Sie waren ja auch schon ein paar Mal bei uns. Ja, immer lecker. Wo komme ich her? Ja, also, waren Sie schon immer Gastronom? Nein, also ich bin ursprünglich natürlich gebürtiger Karlsruhe. Mhm. Bin hier jetzt seit 48 Jahren sozusagen. Ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Schon zu lange. Habe hier meine Erzieherausbildung gemacht in Karlsruhe. Bin ursprünglich auch Erzieher, habe 10 Jahre auch bei der Stadt Karlsruhe gearbeitet, im Schülerhort in Rüppur. Mhm. Ja, mit den Kindern von damals habe ich heute noch Kontakt. Ach, die ja kommen schön. Tatsächlich auch zu mir in den Holzhacker. Habe dann ein Jahr Pause gemacht, habe dann 4 Jahre noch im Augustinusheim gearbeitet, in Ettlingen. War dort der Gruppenleiter für sozialtherapeutische Intensivwohngruppe für jugendliche Sexualstraftäter. Ui. Hartes Thema, ja. Und habe da auch immer gesagt, also wenn wir dann selber mal Kinder haben und selber Familie gründen, ist das Thema so durch. Und wie es dann so war, waren wir dann mit den Jungs auf Freizeit und da habe ich so 4 Frauen auf einem Wochenmarkt beobachtet, die ihre eigene Pasta verkauft haben. Also die haben die Nudeln selber gemacht und haben sie dann verkauft und das hat mich irgendwie berührt und hat mich nicht losgelassen. Und so habe ich angefangen, erst zu Hause Pasta zu machen und dann für Freunde und dann für Geburtstage. Und irgendwann habe ich mich damit selbstständig gemacht. Okay, und das war schon direkt mit dem Holzhacker? Nee, das war dann Papa Corleone. Also ein oder andere Karlsruher kennt das auch. 2009 habe ich dann diese Pasta-Manufaktur Karlsruhe eröffnet, habe dann dort Hotels und Restaurants beliefert. Und dann wurde mir das erste Restaurant am Gutenbergplatz angeboten, 2010 dann das Papa Corleone. Und jetzt heute am Holzhacker richtig gute, traditionelle badische Küche mit so feinen Schlenkern drin? Oder wie, genau, wie würden Sie 2013, selber trainieren? Genau, 2013 kam dann der Holzhacker dazu am Adenauerring. Das war auch so eine Vision einfach. Ich hatte furchtbar gern Schnitzel gegessen damals. Wer nicht? Mit Pommes und Bratensoße. Wer isst es nicht gern? Aber ich bin zu 90% immer enttäuscht worden. Entweder war die Soße ein Fertigprodukt oder das Schnitzel war fettig oder mit Sehnen drin oder es war aus der Fritteuse. Und das war für mich ein Grundsatz zu sagen, wir machen ein richtig deutsches, badisches Restaurant auf, wo alles selber gemacht wird, wo die Soße selber gemacht wird, wo das Schnitzel frisch geklopft wird, in der Pfanne mit Butterschmalz ausgebacken wird. Und das ist eigentlich ein Grundsatz, wo wir heute noch, wo ich auch treu geblieben bin. Ein Freund von mir hat mal gesagt, du kannst im hintersten Eck sein vom Ort und ganz einfache Holzmöbel haben. Wenn du das beste Schnitzel der Stadt hast, dann kommen die Leute zu dir. Und den Eindruck hat man auch, wenn ich jetzt so unterwegs bin, geschäftlich oder auch privat, habe ich den Eindruck, die Gastronomie, die Lokale sind alle immer voll bis auf den letzten. Also samstags oder freitags abends ohne Reservierung kriegt man gar keinen Platz. Ist es so? Sind die Leute jetzt so nach Corona so ausgehungert zum Ausgehen oder wie erleben Sie das? Also ich erlebe das auch so, bei uns ist das auch so, gerade am Wochenende braucht man ohne Reservierung einfach nicht irgendwie kommen und bei uns ist es auch nochmal was anderes, weil wir nicht in Lauflage liegen, also man muss auch gezielt zu uns kommen, aber ich erlebe das auch so und von Kollegen höre ich das auch so, dass es eigentlich ungebremst ist und nach Corona ist es natürlich schon immer nach oben gegangen, aber ich sag mal, die Spätjahreszeit ist eh immer sehr stark frequentiert. Klar, so mit Weihnachtsfeiern jetzt und diesen ganzen Veranstaltungen und die ganzen Preissteigerungen, also so beim Wareneinsatz oder auch natürlich die Energiekosten, das schlägt sich ja bei manchen mehr und bei manchen weniger schon auch auf der Speisekarte nieder, aber das scheint die Kunden nicht auszubremsen, oder doch? Ich kann dazu eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich erlebe es auch, wenn ich essen gehe, dass natürlich man, gerade gestern war ich wo, da sind dann die Speisekarten überklebt mit irgendwie neuen Preisen. Aber da muss ich halt auch sagen, man hat natürlich die Jahre zuvor auch verpasst, seine Speisekarte moderat zu erhöhen. Ja, weil wenn ich meine Speisekarte moderat erhöhe, kalkuliere ich Krisen auch immer mit ein. Das heißt, wir hatten jetzt zum Beispiel überhaupt keine Preiserhöhung in unserer Speisekarte seit Beginn der Krise, weil ich erhöhe dann lieber meine Preise mal 20 Cent, so sukzessive einfach. Ne? Und
Ich finde, bestes Beispiel ist der Bäcker. Früher hat das Stück Kuchen 1,50 gekostet. Da habe ich mich schon immer gefragt, wie funktioniert das? Mhm. Ja, finde ich viel zu billig. Jetzt kostet es 3,50. Man fragt sich auch, wie funktioniert das? Es funktioniert irgendwann nicht mehr. Ne? Ja. Ja, spannend. Jetzt natürlich, wusste ich auch nicht, dass Sie von Beruf eigentlich Erzieher sind. Ist es ein Vorteil, wenn man Gastronomiebetrieb hat und man hat da erzieherische Fähigkeiten? Definitiv. Also ich könnte in der Küche ja jede Woche eine Gruppensitzung veranstalten. Nee, also das kommt mir schon zugute. Auf der einen Seite nicht immer, weil ich natürlich auch ein sehr sozial eingestellter Mensch bin. Manchmal wäre es auch besser, in dem Beruf ein bisschen härter zu sein. Das kriege ich auch manchmal zu hören von meinen Mitarbeitern, dass ich mal viel härter durchgreifen müsste und so. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass jeder Mensch für sich selber und für sein Verhalten verantwortlich ist. Insofern, ich bin nicht für das Verhalten anderer Menschen verantwortlich, kann nur darauf reagieren. Und das ist eigentlich mein Prinzip. So. Weil ja viele, gerade in der Gastronomie, klagen ja über Personal, also nicht nur in der Gastronomie, aber dort auch extrem über Personalmangel und dass sie eben während Corona auch Personal verloren haben an andere Zweige in der Wirtschaft. Ist es so? Ist es, weil es die Arbeitszeiten schlecht sind oder schlecht bezahlt? Das sind ja so die üblichen Mythen, die kursieren. Ja, denke ich. Also ich denke schon, dass es so ist, wobei ich auch der Meinung bin, also wir haben den ersten Lockdown, da haben einige noch mitgemacht. Mhm. Ne? Und spätestens beim zweiten Lockdown haben sich natürlich alle was anderes gesucht. Die weg sind, sind weg. Mhm. Ja, die kommen auch nicht wieder, weil ich sage mal so, Gastronomie, aber das betrifft auch andere Bereiche, ist nicht besonders attraktiv von den Arbeitszeiten, vom Verdienst. Ich denke, also ich kann es nur bei mir sagen, dass die Leute bei mir relativ gut verdienen. Mhm. Wenn man dann noch das Trinkgeld dazu nimmt, was auch nicht unerheblich ist. Wir reden auch von steuerfreien Zuschlägen dann sozusagen. Ne? Auch nicht unerheblich. Aber also in meinem Fall kann ich sagen, ich habe ja niemanden entlassen während der Pandemie und ich habe auch niemanden in Kurzarbeit gesetzt. Also bei mir war kein einziger Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das war zwar teurer unterm Strich, aber der eine hat halt einen Telefondienst gemacht, der andere war Fahrer. Und die sind ja eigentlich alle da noch. Ne? Das heißt, Sie haben in der Pandemie eben auch Essen, also so außer Hausessen, Servicelieferung gemacht und sich damit über Wasser gehalten. Ja. Mhm. Spannende Geschichte. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie sind ja mit Ihrem Lokal so ein bisschen außerhalb, also nicht in der City. Wir haben ja, der Gemeinderat hat ja vor kurzem mehrheitlich, ich habe so ein bisschen dagegen gesprochen, weil ich es zu eng gefasst fand, so eine für die Außenbestuhlung, so eine Gestaltungssatzung erlassen, die halt sehr, sehr detailliert festlegt, was in Zukunft gemacht werden darf. Also zum Beispiel keine runden Schirme mehr und das Logo darf nur so und so viel Prozent von der Gesamtfläche und nur zweifarbig. Und zum Beispiel auch Windfänge wollte man am Anfang gar nicht drin haben. Das konnte man dann aber doch ausräumen, weil ich bin immer der Meinung, man soll das doch relativ freilassen. Und es kann in manchen Ecken von Karlsruhe absolut ohne Windfang niemand draußen sitzen, weil halt der Wind so durchpeitscht. Also das dann kategorisch auszuschließen, finde ich schwierig. Wie stehen Sie dazu? Ich finde es, gelinde gesagt, einfach beschämend und traurig, weil Vielfalt belebt alles, ganz egal, ob es die Gastronomie ist oder eine Innenstadt oder ob das auf dem Land ist, ein Dorf ist, wie auch immer, ist völlig egal, oder ob es die Menschheit im Allgemeinen ist, Vielfalt belebt immer. Mainstream, Gleichheit, haben wir schon, die Geschichte ist voll mit Beispielen, dass es nicht funktioniert und dass es nicht schön ist und dass es nicht nachhaltig ist. Ich erlebe es leider in Karlsruhe auch so, dass es gar keine Visionen gibt, auch die Innenstadt zu beleben. Und mit einer Gleichheit, ja, und mit einer stereotypischen Innenstadt werden wir hier definitiv die Innenstadt nicht beleben. Ne? Also ich war vor kurzem wieder in den Niederlanden und die haben ja auch sehr viel Außengastro. Ich glaube, seit den Lockdowns oder weil man halt Angst hat, sich in den Innenräumen anzustecken, sind die Leute ja auch bereit, länger draußen zu sitzen, auch mit Jacke und Decke und so im Freien. Und da habe ich zum Beispiel beobachtet, ein Gastronom hat sich selbst gebaute Holzmöbel, so Art rund wie ein Fass, also konnte dann wie so am Stammtisch ganz nett sitzen, hat die rot anlackiert, einen Tisch in der Mitte, Felle drauf, das sah richtig kuschelig aus. Und ich hatte sofort den Impuls, da setze ich jetzt auch hin und trinke mal irgendwie ein Glas Wein. Und dann fiel mir aber ein, das hat mein Karlsruhe ausgeschlossen. Also diese Kreativität, dass ich sage, okay, so wie jetzt mein Lokal ist, das passt zu meiner Optik, kann ich da auch machen. Das ist zumindest für den Innenstadtbereich nicht mehr möglich. Ja, sehr gut. Man hat ja auch gesehen, wie es jetzt während Corona war, mit den Sondernutzungsflächen, sage ich mal. Das hat ja das Geschäft belebt. Mhm. Und ich meine, jeder, der nach Berlin fährt oder so, der geht ja deswegen hin, weil er in diesen Stadtteilen sich frei bewegen kann, weil es alternativ ist, weil es individuell ist, weil es inhabergeführt ist. Haben wir in Karlsruhe gar nicht mehr. Wir haben ein inhabergeführtes Geschäft auf der Kaiserstraße, glaube ich. Alles andere steht entweder leer oder sind Ketten.
Die Gastronomie wird ja auch gegängelt durch diese ganzen Geschichten. Also individuell ist es definitiv nicht. Ja. Jetzt muss ich natürlich ein Thema ansprechen, das auch immer wieder so durch die Presse geistert. Das sind diese ganzen Burgerlokale. Ja. Also ich kenne das auch, bin ja auch schon ein paar Tage alt. Es gibt immer so Wellen, wo man sagt, jetzt ist halt gerade Bratwurst in und dann ist wieder Pizza in. Und jetzt scheint ja momentan, beim Burger habe ich aber so den Eindruck, der Peak ist noch nicht erreicht. Es macht ja ein Burgerlokal, jetzt kommt dann demnächst ein veganes Burgerlokal, nach dem anderen auf. Wie sehen Sie da die Trends in der Zukunft? Was sagt Ihr Gastroherz dazu? Es hat alles irgendwie so eine Daseinsberechtigung, sage ich mal, aber letztendlich bleibt es halt einfach Fast Food. Also ich meine, Burger sind halt einfach Fast Food. Ich vermute mal, sie bezahlen halt gut, sonst würde das nicht funktionieren auf der Kaiserstraße. Und ich meine, bei Ihnen ums Eck ist ja auch Karlsruhe eines der traditionsreichsten Häuser. Da habe ich tatsächlich auch eine Kochausbildung mal angefangen. Ironischerweise habe ich damals die Ausbildung abgebrochen wegen schlechter Arbeitszeiten. Heute sitze ich dann halt auch da. Das lässt ja noch hoffen. Naja. Und wenn ich halt irgendwie durch den Schlossgarten fahre und es weht einem schon irgendwie so der Frittenduft beziehungsweise das Frittenöl entgegen, finde ich das eigentlich auch echt beschämend. Und ich finde, es sagt alles aus über Karlsruhe momentan. Also dieses Gebäude hier am Eck, der Kaiserhof. Das war mal früher ein traditionsreiches Gastronomiebetrieb mit Hotel, Hebelstube, wo man richtig gut bürgerlich essen konnte. Also ich muss sagen, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass sich das so lange hält. Also die gibt es ja auch schon eine ganze Weile, dass jetzt immer noch ein Burger und noch ein Burger dazukommt, dass man dann sagt irgendwann, also als ich Kind war, war so Kochlöffel und McDonald's war so der große Trend, da ist man dann der Pause hin und hat sich was geholt. Und die sind ja dann doch relativ zurückgedrängt worden durch diese moderneren Formen von diesen Burger essen, wobei die ja vom Preis, muss ich sagen, auch ist ja eigentlich preislich was eine komplette Mahlzeit. Ja, klar, also wenn ich für einen Burger halt irgendwie ohne Beilagen, ohne Getränke 14 Euro bezahle, dann, aber es ist so wie ich denke, wir sind der eine Meinung, es ist halt einfach generell nicht nachhaltig gedacht und das ist das, was mich generell auch stört, also sowohl auch in der globalen Politik als auch hier regional, es wird nicht nachhaltig und nicht langfristig gedacht, das wird immer nur kurzfristig gedacht, ne? Wir gucken, dass wir die Dinger irgendwie voll haben, nach im Jahr gehen diese Dinger pleite, dann stehen sie wieder leer, ist egal, kommt wieder was anderes rein. Das ist ja nicht schön. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit und auch so Ernährung, Sie haben vorhin gesagt, das ist alles Fast Food, ist ja richtig. Und auf der anderen Seite diskutieren wir ja über regionale Lebensmittel und gesunde Ernährung, gerade was die Kinder betrifft. Sie haben es mitbekommen, aber Freiburg wollen ja komplett die Kitas, das Essen in den Kitas fleischlos. Die Diskussion entbrannt ja in vielen anderen Städten auch. Wie stehen Sie als Papa und als Gastronom dazu? Denken Sie, es ist sinnvoll, wenn man sagt, im Kindergarten gibt es überhaupt kein Fleisch mehr? Also ich persönlich wirklich und auch als Vater, unser Sohn ist jetzt auf der Element-I-Schule, da ist auch in meiner Zeit schon das Thema Ernährung ist immer riesig gewesen bei den Eltern. Die Eltern hätten das gern nachhaltig, regional, saisonal und am besten auch von zwei Köchen zubereitet, die eine besondere Ausbildung haben. Die Kinder sollen zu Hause essen, sollen die Eltern sich einfach auch ein bisschen darum kümmern und die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen und nicht immer diese Verantwortung abgeben an irgendwelche Stellen, wo sie dann irgendwie einfach nur am Rumjammern sind. Also das ist meine Meinung. Unser Sohn ist auch in der Ganztagsschule, der kommt auch nach Hause und jammert übers Essen. Ja. Dann isst er halt dort nichts und dann gibt es halt zu Hause noch was. Ne? Ja, also ich war auch eine Zeit lang auf einer Ganztagsschule und ich muss auch sagen, das Essen dort war, mal vorsichtig gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe früher nicht so viel gegessen, deswegen bin ich da auch gut über die Runden gekommen. Ich habe meistens nur das Dessert mitgenommen, das war eigentlich dermaßen genießbar. Aber das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn man auch zur Bundeswehr geht. Das sind ja auch so Phasen, die einen prägen. Man freut sich dann hinterher über ein gutes Schnitzel mit einem Stück Brot, ist man dann ganz happy im Gegensatz zu dem Essen, was man dort bekommt. Jetzt möchte ich natürlich, zum einen habe ich vernommen, Sie verlassen Karlsruhe, den Hartwald mit Ihrem Lokal, gehen nach Krötzingen. Ja. Neues Projekt, auf zu neuen Ufern. Wie wird es in Krötzingen? Warum weg aus Karlsruhe? Also das ist natürlich die Summe aller Dinge, sage ich mal, die uns dazu bewogen hat, jetzt auch wirklich den Wechsel zu machen. Ich meine, ich bin jetzt 10 Jahre am Adenauerring. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Schützenverein, aber auch da, das Geld liegt nicht auf der Straße, wissen wir alle. Vereine sind auch sehr eng am Kalkulieren. Das heißt, der Investitionsstau dort vor Ort ist enorm. Also der Park, das muss gemacht werden eigentlich, die Einfahrt muss dringend gemacht werden. Und das sind nur die Sachen, die man von vorne sieht. Also hinten sieht es auch ganz schlimm aus. Wir stoßen permanent an unsere Kapazitäten mit den Kühlhäusern.
Dann wurde uns das Objekt in Krötzingen angeboten durch die Ortsverwaltung Krötzingen, also Stadt Karlsruhe, Ortsverwaltung Krötzingen. Wir haben uns das angeschaut und also es gefällt uns halt, weil wir halt eh schon sehr viel auf Events sind. Ich glaube, das ist recht groß, ne? Ja, es ist sehr groß. Und ich finde auch, die Gastronomie wird sich verändern, also das à la carte wird sich verändern. Und deswegen muss man einfach schauen, dass man einen Posten hat, den man gut kalkulieren kann. Mhm. Und das ist halt bei Events und Catering halt sehr gut. Ich weiß, da kommen 150 Leute, die essen das, die essen es dann. Und das kann ich viel besser kalkulieren und ich habe da eine gewisse Sicherheit. Mhm. Kommt noch dazu, dass die Ramona, die ja schon seit 2016 bei mir arbeitet, das dann einfach mit uns zusammen macht. Mhm. Also dass wir eine GmbH gründen und ich habe das jetzt alle Jahre allein gemacht. Mhm. Ich bin froh, dass ich es jetzt nicht mehr allein machen muss. Ja, das glaube ich. Ist schön, auch wenn man so ein bisschen auf zwei Schultern verteilen kann. Ja. Und auch jeder hat dann so seinen Fachbereich. Jetzt weiß ich, Sie sind selbst auch viel in den sozialen Medien aktiv. Und daher weiß ich auch, dass Sie ganz klar Stellung bezogen haben zur Fußball-WM und zu Katar. Mhm. Ich glaube, Sie waren der Erste, der hier in Karlsruhe gesagt hat, ich mache da bei der Übertragung nicht mit. Mhm. War das ein Fehler? Sind Sie dafür auch angegriffen worden? Oder sagen Sie, nein, das war die richtige Entscheidung? Nee, also jetzt für mich, generell für uns ist es die richtige Entscheidung. Man sieht das jetzt ja auch durch die Medien, was da drüben passiert. Also das ist fast eine Diktatur eigentlich, dass man diese Binden verwehrt. Für mich ist das richtig und ich bin auch nicht angefeindet worden. Also alle meine Kunden finden das gut und finden das auch richtig so. Ich finde halt auch, wir als Gastronomen haben ja eine Verantwortung übertragen bekommen für den öffentlichen Raum. So sehe ich das auch. Mhm. Also wir haben durch unsere Gewerbeanmeldung auch eine Verantwortung für den öffentlichen Raum übertragen bekommen. Und zwar einmal natürlich den Menschen auch etwas Gutes zu essen anzubieten. Also wir können da nicht irgendwie was Vergammeltes auf den Tisch legen, weil das nicht unserer Verantwortung gerecht wird. Aber ich finde, wir haben auch Verantwortung Werten gegenüber. Ja, also wir müssen auch irgendwo diesen Werten, für die wir einstehen, auch gerecht werden. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir machen alles regional, wir machen alles saisonal, wir machen alles gut, wir machen alles nachhaltig. Und auf der anderen Seite zeigen wir ein Großevent, das absolut inakzeptabel ist. Ne? Ich war auch entsetzt, wenn man schon allein liest, was sie da an Energie verbraten haben mit der Klimatisierung und mit der Rasenbewässerung. Mhm. Und zu uns sagt man quasi, macht eine Lichterkette weniger an Weihnachten ins Schaufenster, damit er nicht so viel Strom verbraucht. Da fragt man sich manchmal schon, also auf welchem Planet lebe ich eigentlich? Wenn Sie jetzt drei Forderungen oder drei Wünsche hätten, haben dürften an die Politik. An welche? An alle? Oder? Ja, wir können das auf der kommunalen Ebene machen oder an die Bundespolitik. Ich meine, wir in der kommunalen Ebene, wir haben ja auch nicht auf so viele Möglichkeiten, auf so viele Rahmenbedingungen, die Sie betreffen, wahrscheinlich Einfluss. Aber gerne auch an Karlsruhe oder wenn Sie sagen, ja, ans Land Baden-Württemberg oder an den Bund. Was würden Sie sagen, da müsst ihr ansetzen, das läuft hier grundlegend falsch für die Gastronomie? Also ich sag mal so, man, das ist natürlich ein Riesenthema, da könnten wir jetzt noch 10 Stunden reden. Also sage ich, müssen wir mehr Frauen in die Politik holen, das ist ein Riesenproblem. Oh, danke. Aber nee, man sieht es ja zum Beispiel auch bei der WM, ich meine, der Infantino, wenn der jetzt nur mal einen Tag eine Frau wäre, in diesem Land, das er da unten so massiv verteidigt, würde er so nicht mehr reden. Ne? Und das würde ich jedem Politiker wünschen, wenn ich mir unseren Bundeskanzler anschaue, der ja nichts ausstrahlt, außer, wie sagt man dazu? Er ist ja devot, würde ich schon fast sagen. Ne? Nee, er ist ja nichts. Diese norddeutsche Noblesse. Nee, aber er hat ja auch Dreck am Stecken, sage ich mal. Ja? Wenn wir hier mehr, also das wäre eine Forderung, dass wir viel mehr Frauen in die Verantwortung mit reinnehmen würden. Das wäre wichtig und dann müsste man einfach nachhaltig schauen. Ist jetzt natürlich auch total naiv, aber das ist dieses ich glaube, das sind die Navajo oder Sioux-Indianer, die diese 7 Generationen im Prinzip haben. Also jede Entscheidung, die in der Politik getroffen wird, muss für 7 Generationen akzeptabel sein. Und wenn ich, das hört sich natürlich total naiv an. Nein, das ist nicht naiv, weil ich denke, aber nur so geht es. Bei uns in der Politik ist das Problem, dass man immer nur von einer Legislaturperiode zur nächsten denkt und denkt, danach bin ich aus der Verantwortung und muss die Konsequenzen nicht tragen. Ich sehe das schon auch als Problem der Politik. Das wäre der zweite Grund. Der dritte Grund ist einfach die Besoldung hier, also da massiv auch gegenzusteuern. Weil ich sage mal so, wie Sie es gerade eben gesagt haben, ich nehme jetzt mal nur einen. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber ein bekannter CDU-Politiker, der jetzt, glaube ich, 12 Jahre im Bundestag saß, jetzt nicht mehr sitzt, weil er das Mandat nicht bekommen hat. Ja, der hat ja ausgesorgt. Also wenn der dort 12 Jahre im Bundestag gesessen ist, kriegt er noch eine Abfindung im Prinzip, der muss ja nie wieder arbeiten. Mhm. Ne? Dem ist es ja auch völlig wurscht, ob der da sitzt. In diesen 12 Jahren hat er, glaube ich, keinen einzigen Antrag eingebracht.
Ne? Also das heißt, eigentlich müsste man ja sagen, was macht der Mann da eigentlich? Mhm. Ne? Ich meine, der fährt auf unsere Kosten dahin, hat ein Büro mit 2 ständigen Mitarbeitern, hat ein Apartment dort in Berlin und hat noch nie einen Antrag eingebracht in den Bundestag. Und da muss man sich fragen, Moment mal, okay, das kannst du 4 Jahre machen. Wenn das dann so ist, tschüss, zum Beispiel. Ne? Also, ja. Ich bin ja auch der Meinung, also, dass mehr Leute aus der Wirtschaft sich politisch engagieren sollten, weil das, glaube ich, ist schon auch so ein bisschen ein Problem, dass man sagt, dass viele Zweige gar nicht vertreten sind oder das sehr einseitig ist. Oder gerade wenn man so die junge Nachrücker anschaut, also geht ja auch oft durch die Presse, der hat keine Ausbildung und der hat kein Studium oder der hat 2 Studien abgebrochen. Und ich denke jetzt, egal ob man jetzt Bäcker, Gastronom oder Arzt oder Rechtsanwalt ist, man bringt doch aus seinem Beruf eine gewisse Expertise mit und auch vor allem aus der Wirtschaft. Und ich glaube, da hapert es eben auch in vielen Kommunen und Ländern. Also wenn ich mir die Finanzsituation jetzt bei uns in Karlsruhe, auch im Land Baden-Württemberg anschaue, weil wir immer so das Vorzeigelände waren, schon sehr, sehr schwierig. Und das ist eigentlich schade. Also ich finde, es sollten sich viel mehr Leute aus der Wirtschaft sagen, ja, ich weiß, die Zeit ist bei uns allen knapp, aber ich engagiere mich in einer politischen Vereinigung oder einer Partei oder mache da was für meine Kommune. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass so eine gewisse Frustration vorherrscht und jeder sagt, ja, nee, also habe ich keine Lust dazu. Ja, gut, es ist ja auch gewollt, sage ich mal. Also es ist ja relativ aufgebläht. Also zum Beispiel, das kann man ja auch mal, finde ich, auch mal benennen. Die Gastronomie steht ja, genauso wie das Baugewerbe auch, immer im Fokus dieser Thematik Schwarzarbeit. Mhm. Ne? Ja. Damit werde ich auch immer wieder konfrontiert, ne? Weil dann kommen die Leute und sagen, ja, ich kann schon arbeiten, aber ich kann nicht angemeldet werden. Ja, gut, okay, dann ist das Thema relativ schnell erledigt. Aber wir reden ja hier von einem gezüchteten Problem. Also wirklich auch ein Problem, das über Jahrzehnte hier mehr oder weniger auch gezüchtet wurde durch diese ganzen Gängelungen des Staates auch, muss man einfach mal so sagen. Ich meine, wenn man feste Arbeit schafft, sage ich mal, sollte man immer vergünstigt, also sollte man auch, finde ich, entlastet werden steuerlich. Ja. Aber es ist ja eigentlich im Gegenteil der Fall. Ja? Und es wird, die Lohnnebenkosten werden in den nächsten 10 Jahren exorbitant steigen. Also das ist jetzt schon Fakt eigentlich. Und das ist eigentlich ein Problem und führt vielleicht dazu, dass viele Leute aus den Wirtschaftszweigen sich nicht irgendwo engagieren, weil sie halt auch sagen, es ist ja ein Riesending. Das kann man hier im Kleinen vielleicht ein bisschen ändern mit Sonnenschirmen auf der Kaiserstraße, aber im Großen wird sich da halt nichts ändern. Wenn wir jetzt über das Thema Innenstadt von Karlsruhe reden, die Verwaltung plant ja oder sieht auch, dass der Handel immer weiter zurückgedrängt wird. Ich glaube, das bleibt niemandem verborgen. Und da sagt man immer, die Gastronomie wird mehr und mehr Raum einnehmen in der Innenstadt, auch auf der neuen Kaiserstraße. Wie sehen Sie da die Zukunft? Ist es zukunftsfähig? Wird die Zukunft zeigen, sage ich mal. Also ich sehe es halt einfach so, und das ist das, was ich auch bei der Stadtführung erlebe und erlebt habe. Und da sind wir auch wieder beim Thema Pädagogik auch schon wieder. Wir hören zu wenig zu. Ja? Also das ist das Problem. Wir nehmen uns zu wenig, wir nehmen zum Beispiel auch unsere Kinder nicht ernst. Ne? Kinder können ja viel, viel mehr, als wir ihnen überhaupt zutrauen. Das heißt, wir als Erwachsene geben ja ständig irgendwelche Sachen vor. Du musst das und das und das und hier und da und dort, anstatt ihnen das auch zu überlassen. Und so ist es im Großen auch. Ne? Es wird einfach zu wenig zugehört. Man müsste sich auch an einen runden Tisch setzen. Wir hatten mit unserem Oberbürgermeister einen runden Tisch, 2 runde Tische beim Corona. Da wurde zugehört, aber es wurde nicht richtig zugehört. Es wird immer nur oberflächlich zugehört und dann entscheiden am Ende die Zahlen. Dann sitzt irgendwo irgendjemand da, macht irgendwelche Rechenspiele und sagt, okay, da kommt der Burger rein, da kommt das. Und dann war es das. Aber dadurch wird sich nichts ändern und es wird auch nicht nachhaltig und es wird auch nicht attraktiver. Hätten Sie so ein Konzept, wo Sie sagen, ja, man muss jetzt, das ist der Plan, man müsste jetzt für die Kaiserstraße oder für die Innenstadt das und das und das machen, um den Turnaround zu schaffen, um das wieder attraktiv zu machen? Also da bin ich einfach erst wieder zuhören. Also mit Menschen, mit denen ich rede, das Erste, was kommt, wir haben keine inhabergeführten Läden mehr. Mhm. Das höre ich bei jedem, mit dem ich mich darüber unterhalte. Ganz egal, ob das Restaurants sind oder Bekleidungsgeschäfte oder wie auch immer. Wir haben, glaube ich, nur noch den Hutnagel, das war's dann. Papierfischer, ja. Das funktioniert, weil denen wahrscheinlich die Immobilie gehört. Mhm. Anders würde das nicht funktionieren. Ne? Und das wäre das Erste, dass man da einfach wieder sich öffnet für inhabergeführte Läden, ganz egal, ob Gastronomie oder was auch immer. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist einfach, über den Tellerrand hinaus schon, da braucht ja auch Alleinstellungsmerkmale. Also wer kommt denn aus den umliegenden Städten nach Karlsruhe? Mhm. Macht ja keiner. Warum auch? Wir haben kein Alleinstellungsmerkmal. Ja, sehe ich auch so. Wir hätten es jetzt,
durch die Kaiserstraße. Ne? Wir hätten jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, weil jetzt keine Straßenbahnen mehr da oben fahren. Da könnten wir eine ganz tolle Innenstadt machen, aber nur so, wie Sie sagen, in Holland geht es, hier geht es halt anscheinend nicht. Und wenn wir alles gleich machen wollen und diese ganze Kaiserstraße so aussieht wie der Marktplatz, dann gehe ich nach Holland. Ich gehe mit. Ja, also nochmal vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und den Austausch. Also ich schätze es sehr, dass Sie da so geradlinig sind und klar Position beziehen. Das trauen sich auch nicht viele. Super spannende Einblicke. Ich freue mich, mal wieder bei Ihnen leckeres Schnitzel zu essen. Freue mich auch. Ja. Vielen herzlichen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.